Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu einer weiteren Folge auf Dario Cars. Heute befinde ich mich in Wädenswil, das ist im Kanton Zürich bzw. am Zürichsee. Und heute haben wir nicht ein italienisches oder ein deutsches Auto, heute haben wir ein japanisches Monster bzw. Legende. Für alle Fast and Furious Fans und Tuning Fans, schaut es euch selber an. So, und bevor ich mit den Fakten starte, muss ich noch kurz erwähnen, der Besitzer hat hier in diesem Video nicht mitmachen. Das heisst, ich tue heute das Auto für ihn vorstellen und es kommt alles vor Fakten, Kosten, Veränderungen am Auto etc. Alles drum und dran. Bleibt dran, weil es kommen sehr viele Informationen für euch. Also, die Schönheit, die ihr hier seht, das ist der Nissan GT-R G35. Das ist der erste von seiner Art, das heisst vom Jahrgang 2009. Und das hat dann 3,8 V6 Motor mit 485 PS. Und der Besitzer fährt mit dem Fahrzeug auf der Rennstrecke teilweise durch Softwareoptimierung mit 890 PS. Das kann man mit diesen japanischen Wagen anstellen. Man kann sie durch Softwareoptimierung auf 890 PS bringen. Und der erste Besitzer, der das Auto gekauft hat, original, hat damals 148'000 Schweizer Franken gezahlt mit der Vollausstattung, die damals im 2009 möglich war. Das heisst Sitzheizung und elektronische Sitzverstellung und Tempomat, das war's. Und der aktuelle Besitzer hat dann im 2020 83'000 Schweizer Franken gezahlt. So, ich nehme euch jetzt mit, um mal über die Veränderungen von diesem Fahrzeug reden. Wir fangen jetzt zuerst mal bei den Felgen an. Ich zeige sie euch jetzt. Das sind Felgen von den PS Wheels, Einzelanfertigung in Vollchrom und sind zweiteilig. Wie ihr hier seht, das ist ein Teil also vom Felgen, der dann an dem Teil festgeschraubt ist. Das ist mir vorher erklärt worden. Da seht ihr unter anderem auch die Schrauben vielleicht. Ja, auf jeden Fall, das ist eine Einzelanfertigung, das Design, Breite etc. Das ist alles vom aktuellen Besitzer entschieden worden, so wie er es haben möchte. Das sind auch sehr, sehr breite Felgen, also Räder. Vorne 10 Zöller und hinten 12 Zöller, also 12 Zoll Breite. Wir reden immer noch von der Breite. Die Grösse der Felgen, die sind das sind 20 Zoll Felgen. Für die spezielle Anfertigung hat der aktuelle Besitzer 8'300 Schweizer Franken gezahlt mit Schweizer Gutachten. Dann weiter, wie ihr seht, ist das Auto auch tiefer gelegt. Das Auto ist um 4 cm durch Federn tiefer gelegt worden, ist auch so eingetragen. Das hat ihn 800 Franken gekostet, alle Federungen zusammen. Weiter hat der Besitzer den Diffusor, die Seitenschweller und die Frontlippe in die Fahrzeugfarbe, also das Perlweiß, umlackieren lassen, weil die eigentlich anthrazit oder gräulich sind. Ich nehme an, wie da. Das hat durch einen guten Kollegen hat er da 850 Franken gezahlt für die Veränderung, also für das Lackieren. Dann, falls ihr das festgestellt habt, die Scheinwerfer, das sind Facelift-Scheinwerfer, die haben beide zusammen mit der Verbauung und so weiter 2500 Franken gekostet. So, und was die Stickers für eine Bedeutung haben, da seht ihr jetzt zum Beispiel eins Paul Walker, das muss ich jetzt nicht weiter erklären, ihr kennt ja Fast and Furious. Wir haben aber zwei spezielle Sticker und das wären zuerst mal die, also Beware of Fire. Und dann haben wir so ein Feuerzeichen.
Ich blende mal ein, wieso. Ja, jetzt wissen wir auch, warum es die Novidem Auspuffanlage nicht mehr gibt, weil sie leider verglüht ist, verbrennt, wie man auch immer dem sagt. Damals hat er für die Novidem Auspuffanlage 13.000 Franken gezahlt. Jetzt hat er aber einen Miltec Endtopf mit Novidem Auspuffblenden, weil das die grössten Auspuffblenden sind, hat er gesagt, für das Fahrzeug. Und ja, für den Miltec Endtopf hat er 2500 Franken gezahlt. Wie jetzt die Miltec Auspuffanlage tönt, das zeige ich euch jetzt. Dann habt ihr ganz bestimmt auch die Folierung erkannt. Inspiration von Fast and Furious natürlich. Die Folierung mit all diesen Stickers, die ihr hier seht, wo man halt pro Laufmeter zahlt etc. Er hat durch einen guten Kollegen einen Kollegenpreis natürlich bekommen. Er hat da für all die Stickers und Beschriftungen und alles hat er 950 Franken zahlt. Gemäss dem Besitzer zahlt man sonst für das nochmal einen Tausiger mehr für die Arbeit, weil er hat selber mitgeholfen beim Draufkleben. Ja, im Carbon haben wir ja die Nussflasche gesehen. Das ist auch wieder eine Fast and Furious Inspiration, die ich wirklich nicht glauben konnte. Ich zeige sie euch jetzt wieder. Da sehen wir sie. Moment. So. Das ist die Flasche. Der Besitzer hat mir das erklärt, wie das ist mit dieser Flasche, ob das legal oder illegal ist. Es ist grundsätzlich so, für die Flasche, wenn sie leer im Fahrzeug ist, also die Flasche, die ihr hier gerade gesehen habt, die ist angeschlossen. Also es ist da nicht irgendwie einfach nur Dekoration. Also wenn man will, kann man sie füllen und dann sie laufen lassen. Ja. Die Flasche als Dekoration, wenn sie leer ist, das ist legal, man kann sie verbauen etc. Er hat die Nussflasche auch mal ausgetestet im Ausland und er hat gesagt, also das Auto ist wirklich 2 Minuten lang abgegangen wie eine Rakete. Es ist wirklich nicht mehr normal gewesen. Genau, so eine Füllung kostet 230 Franken. Einfach damit ihr da auch wieder Bescheid wisst. Genau, die Flasche ist ursprünglich ist sie orange gewesen und er hat sie dann eben so umlackieren lassen und dann eben auch verbauen lassen, wo er dann dafür 900 Franken kostet. Ich muss einmal hinschauen, weil ich kann selber nicht glauben, das, was ich da vor mir gesehen habe, weil es ist einfach, es erfüllt einem einfach. Natürlich, wenn ihr wollt, liebe Leute, schreibt es auch in den Kommentaren, liken das Video auch. Liken. Wenn ihr wollt, dass wir ein Video drehen mit dem Besitzer, wo wir die Nussflasche im Ausland austesten. Ja, das wäre es eigentlich mit den Veränderungen. Jetzt gehen wir mal in den Innenbereich. Und sonst wegen der Veränderungen, jetzt sind wir im Innenbereich, weil es draußen regnet. Haben wir gerade Glück gehabt. Auf jeden Fall, eben das sind die Sparco Sportgürtel, die der Vorbesitzer montieren lassen hat. Sonst ist alles original geblieben und eben das ist der Innenbereich von so einem GTR. Und wie gesagt, Ausstattung hat er nicht gross, da haben wir noch ein Display. Ja, die Carbon-Optik da, die ihr hier seht, das ist nur geklebt worden. Ja, das ist sonst auch wäre das Kunststoff. Ja, und dass ihr Bescheid wisst,
All die Veränderungen hat er eintragen lassen. Ich tue jetzt den Totalpreis von diesen Veränderungen einblenden, damit ihr hier auch Bescheid wisst. Dann haben wir hier immer noch die sexy Flaschen, die ich jedes Mal bewundere. Auf jeden Fall, wir kommen jetzt zu den Erfahrungen des Besitzers, wo er sagt, drei Sachen, die er liebt an seinem Fahrzeug und drei Sachen, die ihn nerven, sozusagen, bei diesem Fahrzeug. Der erste Vorteil, den mir der Besitzer mitteilt hat, ist einfach Kinderliebe. Also Kinder, wenn sie das Auto sehen, er hat gesagt, die springen umeinander, die wollen schauen, die wollen alles sehen von diesem Fahrzeug. Er lässt sie einsteigen teilweise. Also es ist wirklich, es sind sehr schöne Emotionen, die er da von Kindern mitbekommt. Das ist der erste Punkt, speziell. Die zweite Sache, die der Besitzer an diesem Auto liebt, ist das Tuning-Potenzial von diesem Fahrzeug. Also man kann das wirklich tunen. Also ihr habt vorher gehört, ihr habt richtig gehört, er hat es auf 890 PS gebracht, das Fahrzeug mal für die Rennstrecke, einfach durch Softwareoptimierung. Die dritte Sache, die er liebt, hat er gesagt, er hat das Auto deswegen auch gekauft, weil es so selten ist. Also ja, man sieht halt wirklich nicht immer einen GTR und vor allem, wie der GTR da sind, so eben inspiriert von Fast and Furious. Also ich habe bis jetzt auf der Straße noch keinen gesehen, auch nicht im Internet. Ja. Wir machen jetzt weiter mit den Sachen, die den Besitzer an diesem Auto nerven. Das erste wäre das Getriebe. Er hat gesagt, die Modelle vom Jahr 2009 bis 2012 sind sehr anfällig. Also das Getriebe ist sehr anfällig. Es kann, kurz gesagt, es kann schnell Schäden geben. Und also wenn man nicht gut damit umgeht, das heisst, nachher, um so ein Getriebe reparieren zu lassen, hat er mir gesagt, kostet es um die 35.000 bis 40.000 Franken. Dann der zweite Punkt, wo der Besitzer extrem nervt. All die Originalteile von dem GTR, die sind sehr teuer und die kann man nur, die originalen Teile kann man nur bei der Nismo oder bei einem HPC-Händler bestellen. Und also bei einem zertifizierten Nismo oder HPC-Händler und sonst halt in Japan bestellen. Und das ist alles sehr teuer, sobald man etwas Originales austauschen muss. Oder so, schon nur, wenn man zum Beispiel einen Kratzer am Lack hat. Der Nismo-Lack, also das Perlweiss, hat so eine spezielle Mischung mit diesen, kann ich so sagen, Glanzteilen oder Glitzerteilen. Dass wenn man sie original haben will, wie das Auto hat, sehr, sehr teuer ist. Oder man lässt halt die Farbe mischen, aber halt ohne die Glanzpartikel, genau. Dann ein weiterer Punkt, wo der Besitzer nervt, ist die Verarbeitung von Nissan allgemein. Es ist eben, wir reden da halt vom Niveau, nicht deutsche Automarken wie eben Audi, Mercedes, weil er hat, vorher hat er einen Audi gehabt. Also die Verarbeitung, wenn ich sie euch jetzt hier zeige, es ist, ja, es ist halt alles Kunststoff, sehr viel Kunststoff, oder Billigleder. Ja, das ist das, wo halt der Besitzer nervt. Es ist recht viel. Ja, es ist halt, sagen wir es so, es ist nicht so hochwertig bei den Materialien. Ja, und ein weiterer Nachteil hat der Besitzer gesagt. In diesem Fahrzeug ist es einfach so, man wird ständig von der Polizei angehalten. Eine Kontrolle dauert so eine Stunde, eineinhalb, je nachdem, wegen dem ganzen Papierkram. Dann im Straßenverkehrsamt sieht man ihn auch nicht gerade gern, weil es halt, ja, weil das Auto recht verändert worden ist. Einfach, dass er das auch noch im Hinterkopf behaltet. Ja, das wäre es eigentlich mit den Vor- und Nachteilen gewesen. Das mache ich auch immer, um die Leute zu informieren, die zum Beispiel mal vorhätten, um so ein Auto zu kaufen, damit sie Bescheid wissen, was auf sie zukommt. Also, damit sie wissen, ah, das kann ihnen natürlich auch alles egal sein, aber mir ist es einfach wichtig, dass die Leute wissen, ah, das muss ich halt bei diesem Fahrzeug beachten, falls ich es kaufen möchte. So, wir kommen jetzt zu den Unterhaltskosten. Ich erzähle sie euch mit dem guten Kollegen da hinten, gell, Schatzi? Genau, bei den Unterhaltskosten. Er hat damals eben der Besitzer, letztes Jahr, als er es gekauft hat, 83.000 Franken gezahlt. Er hat das Auto geleased. Dazu, das Auto verbraucht 15 Liter auf 100 km, durchschnittlich, hat er gesagt. Dann, was er an Reifen ausgibt, er benutzt das Auto nur in der Sommerzeit, also von März bis Oktober ungefähr. Und er gibt für Reifen jährlich etwa aus, also wenn man es jetzt
für einen Satz für zwei Jahre ausrechnet, ein Satz kostet 1100 Franken. Reif, aber er selber gibt somit pro Jahr um die 600 Franken an Reifen aus. Verkehrsabgaben zahlt er jährlich 1800 Franken für den Nissan GT-R. Ja, und zu den Versicherungskosten. Er ist 22, damit ihr Bescheid wisst. Er lässt aber das Fahrzeug über seine Firma, weil er selbstständig ist, laufen und zahlt somit über einen Kollektivvertrag im Jahr 2000 Franken Versicherung. Würde er privat das Fahrzeug versichern auf seinen Namen, 22 Jahre alt, würde er 4800 Franken Versicherung im Jahr zahlen. Dann kommen wir zum letzten Punkt, Thema Service. Beim Nissan GT-R muss man unterscheiden zwischen Getriebeservice und normalem Service. Den Getriebeservice muss man alle 10'000 km durchführen. Den anderen hingegen, den normalen, muss man alle 15'000 km durchführen. Der Getriebeservice kostet 1300 Franken und der normale um die 1000-1200 Franken, hat der Besitzer gesagt. Er kommt auf jährlich 2500 Franken Service. Ich blende jetzt alles hier einblenden, all die Unterhaltskosten. Ihr könnt jetzt auch Pause drücken, um euch das genauer anzuschauen. Und sonst geht es weiter natürlich. Also kurz gesagt, es ist definitiv ein Auto für Tuner, wo ein feines Händchen haben für so Tuningfahrzeuge. Und es ist ein sehr emotionales Fahrzeug und eben nostalgisch. Man denkt immer eben an die Tuning-Filme von Fast and Furious etc. Das Feeling hat man wirklich da rein und vor allem mit dem Kollegen da. Also es ist wirklich eindrücklich, kann man sagen. Ich habe dann mal den Besitzer gefragt, wieso er sich das Auto gekauft hat. Ja, weil ihr seht, es hat auch recht viele Sachen, die halt nervig sind, wenn man so ein Auto besitzt, halt eben mit der Polizei. Auch sonst mühsame Sachen. Er hat einfach gesagt, das ist einfach sein Traumwagen. Seit klein war. Und ja, er hat sich seinen Traum erfüllen und es ist ein Auto, das man nicht so viel auf der Straße sieht. Deswegen hat er es gekauft. Ja, und ihr habt all die Kosten habt ihr bis jetzt gesehen. Und ja, ich habe dann den Besitzer direkt gefragt, wie man sich so etwas leisten kann. Und er hat geantwortet, das ganz ehrlich geantwortet und hat gesagt, er ist eine Reinigungsfirma von den Eltern am Übernehmen, die gut läuft. Dann ist er noch zwei Firmen am Gründen. Also beziehungsweise eine hat er schon gegründet. Das wäre so eine Autoaufbereitungsfirma, also eine Garage, wo er halt jegliche Autos aufbereiten, polieren, Innenbereich wieder auffrischen etc. Und dann noch einen Online-Shop ist er auch noch am Eröffnen. Und ja, es läuft bei ihm, wie ihr gesagt. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt wieder draußen, aber wir sind schon am Schluss angekommen. Was ich aber noch sagen kann, ist erstens herzlichen Dank am Besitzer, der sich die Zeit genommen hat für das Video und auch sein Auto zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank auch euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Video geschaut haben. Kommentiert da unten, ob euch die Länge von diesen Videos passt, ob ihr längere oder kürzere Videos gerne hättet. Kommentiert da unten, ob ihr auch bestimmte Fahrzeuge gesehen habt oder bestimmte Personen mit einem bestimmten Fahrzeug. Oder wenn ihr natürlich selber mitmachen wollt, schreiben wir auf Instagram, schreiben wir auch ein Mail. Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig als zu sagen, folgt auf allen Social Media Kanälen, liket das Video, teilt das Video. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Bye bye.